Helene Fischer, altes Foto zeigt, so sieht die Schlagerkönigin als Grofti-Braut aus. Deutsche Presseagentur / Jörg Carstensen: Helene Fischer im November 2017 mit ihrer Bambi-Trophäe. 3 Jahre lang absolvierte Fischer an der Stag- und Musicalschule Frankfurt eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Musicaldarstellerin. Noch heute findet man sie auf der Homepage der Schule in der Rubrik Absolventen. Unter ihrem Foto heißt es: Was wäre diese Welt ohne Fantasie? Kein Ort für mich. Schon während ihrer Ausbildung trat sie am Staatstheater Darmstadt im Kultmusical Rocky Horror Show und am Volkstheater Frankfurt im Stück Anatolka auf. Ein Bild, das eine von ihren heutigen Fans auf Twitter postete, erinnert an diese Zeit, als Helene noch kein Megastar war und statt Stadienhallen eher kleinere Theatersäle füllte. Es zeigt die heute 33-Jährige als Ensemblemitglied der Rocky Horror Show im perfekten Grofti-Grosel-Look, inklusive toupierte Haare, bromberote Lippen und dickem schwarzen Eyeliner.